Hallo, liebe Sternenfreunde, herzlich willkommen zur kosmischen Schwingung im November 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf, ich bin eure Astrologin und habe für euch in die Sterne geschaut. Wenn ihr eine persönliche Beratung braucht, könnt ihr euch direkt an mich wenden. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder über meine Homepage über www.antonialangsdorf.com. Beides steht unten in der Videobeschreibung oder auf der Infokarte hier oben im Bild. Und auch diesmal gibt es wieder eine Beratung bei mir zu gewinnen in der Verlosung. Mehr dazu am Ende des Videos. Also bleibt dran. Meine Gewinnerin aus dem Oktober ist Silvia Wessling. Ganz herzlichen Glückwunsch. Liebe Silvia, bitte melde dich per E-Mail oder auf meinem Kundentelefon bei mir, damit wir einen Beratungstermin vereinbaren können. Und jetzt schauen wir in die Sterne. Im November gehen die Sonne und die Venus wunderschöne Verbindungen mit Glücksplanet Jupiter und Romantikplanet Neptun ein. Wir sind also von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Gegen Ende des Monats verbindet sich dann Jupiter selbst in einem Harmonieaspekt mit Neptun und dieser Aspekt wird dann exakt zum Vollmond am 3. Dezember. Das sind Kräfte, die unser Beziehungsglück und romantische Gefühle begünstigen. Dazu kommt, dass Neptun, der Romantikplanet, den ganzen Monat über eine besonders große Kraft entfaltet, denn er wird nach längerer Rückläufigkeit am 23. November wieder direktläufig, wobei er vorher den ganzen Monat über auf einem einzigen Grad im Tierkreis quasi stillsteht. Und dadurch ist die Energie von Neptun sozusagen verdichtet und verstärkt, also in diesem Fall die Fantasie, die selbstlose Liebe. Die romantische Liebe allerdings, das darf man nicht verschweigen, auch die heimlichen Affären. Es prickelt also wieder mal ganz schön in den Sternen. Wir sind geneigt, die rosa Brille aufzusetzen und uns zu verlieben, auch wenn das wohl nicht immer ganz ohne Komplikationen verläuft. Und nun gucken wir uns die Konstellationen im Einzelnen an. Im November steht ein wichtiger Zeichenwechsel an. Die Lilith, der schwarze Mond im Horoskop, wechselt am 9. November ins Zeichen Steinbock und bleibt dort für 9 Monate bis zum 6. August 2018. Ich bin ja Expertin für die Kräfte der wilden Göttin Lilith und ich habe dazu ein Video-Special für euch vorbereitet. Es heißt Gehe deinen eigenen Weg und beschreibt die Energie der Lilith im Steinbock und auch die Deutung für alle 12 Sternzeichen. Im Oktober ist ja Glücksplanet Jupiter ins Zeichen Skorpion gewechselt, wo er bis November 2018 bleibt. Das ist ebenfalls eine sehr wichtige Konstellation. Schaut euch dazu bitte mein Video Finde den verborgenen Schatz an. Ansonsten ist bei den langfristigen kosmischen Kräften alles wie gehabt. Der Mondknoten steht im Löwen und ist jetzt in die zweite Dekade eingetreten und alles über die Bedeutung dieser Konstellation findet ihr in meinem Video Folge deinem Herzen. Saturn steht im Schützen, jetzt hier in der dritten Dekade, und Uranus befindet sich im Widder. Und die beiden stehen den ganzen Monat über in einem harmonischen Aspekt. Das ist gut, um Ideen zu manifestieren. Neptun steht in den Fischen in der zweiten Dekade und Chiron steht ebenfalls in den Fischen in der dritten Dekade. Pluto befindet sich weiterhin im Steinbock in der zweiten Dekade. Und was diese Konstellationen im Einzelnen bedeuten, erfahrt ihr wie immer im Erlebnishintergrund und in euren Sternzeichen-Videos. Und jetzt schauen wir uns die kurzfristigen Planeten an, die das Geschehen des Monats gestalten. Wir starten den Monat mit Sonne, Merkur und Jupiter im Skorpion, während die Liebesplaneten Venus und Mars noch im Zeichen Waage stehen. Am Samstag, den 4. November um 6:22 Uhr morgens, ist Vollmond und er wirkt praktisch schon in der Nacht von Freitag auf Samstag. Die Sonne steht im Skorpion, der Mond steht im Stier. Das wird sicher ein sehr lustvoller Vollmond. Die Sterne empfehlen, sich von Freitag bis Sonntag immer wieder Zeit für die Liebe zu nehmen. Und der Vollmond steht auch noch in einem wunderschönen Harmonieaspekt hier zu Neptun. Und das ist Romantik pur. Dann hier die Venus in Verbindung mit Uranus zeigt aber auch, dass es dabei zu unerwarteten und sprunghaften Entwicklungen in der Liebe kommt. Wir könnten uns in jemand Drittes verlieben, obwohl wir in einer Beziehung sind. Oder die äußeren Bedingungen scheinen nicht zu stimmen, wenn wir uns verliebt haben. Dann sind wir vielleicht vom Herzen her sicher, das ist es, das kann funktionieren, das ist mein Seelenpartner. Aber unser Kopf schaltet sich dann ein und hat Einwände. Bei Uranus scheint es oft irgendwie unpassend zu sein. Der Partner kommt vielleicht aus einem anderen Kulturkreis oder ist viel jünger oder viel älter. Oder wir denken, er würde nicht zu unseren Freunden oder unserer Familie passen. Aber vom Herzen her sind wir eben sicher, es ist Liebe. Trotzdem,
Insgesamt sind die romantischen Tendenzen so günstig, dass es sich lohnt, nicht zu viel zu analysieren und zu zweifeln, sondern ruhig dem Herzen zu folgen. Vor allem, wenn ihr dabei wie immer an die 90-Tage-Regel denkt. So, dann haben wir am 5. die nächste wichtige Konstellation. Da tritt nämlich dann abends der Merkur ins Zeichen Schütze ein und das beflügelt unser Denken hier und macht uns optimistisch. Am 7. geht dann die Venus aus der Waage ins Zeichen Skorpion und das verändert die Liebesenergie spürbar. In der Waage ist die Venus aufs Flirten aus und will gute Beziehungen schaffen. Aber im Skorpion rückt die Lust in den Vordergrund. Wir wollen die Liebe genießen und die Lust auch. Und der Flirt soll nicht auf der geistigen Ebene bleiben, sondern sich auch körperlich und lustvoll entwickeln. Dabei gehen wir auch gerne mal über die eine oder andere Tabugrenze und sprechen unser sexuelles Begehren auch ganz direkt an. Ja, dann haben wir eben diesen wichtigen Wechsel am 9. November, wenn nämlich die wilde Lilith, der schwarze Mond, ins Zeichen Steinbock eintritt hier. Und da bleibt sie dann 9 Monate bis zum 6. August 2018. Wie gesagt, ich habe dieser Konstellation ein Video-Special gewidmet. Das solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Es heißt, geh deinen eigenen Weg. Denn mit Lilith im Steinbock ringen wir darum, unserer wahren Berufung zu folgen und unser inneres Wesen auch in unserer Karriere oder unserer beruflichen Tätigkeit ausdrücken zu können. Alles darüber erfahrt ihr in dem Video-Special und da gehe ich auch ausführlich darauf ein, wie sich der Lilith-Transit durch den Steinbock auf die einzelnen Sternzeichen auswirkt. Aber natürlich können wir das auch gerne in einer persönlichen Beratung klären, denn nur der Blick ins Geburtshoroskop offenbart, durch welchen Bereich Lilith bei euch genau geht und welche Aspekte sie dabei zu euren Geburtsplaneten bildet. Weiter geht's mit den Konstellationen. Vom 9. bis 14. haben wir eine Spannung von Merkur und Neptun. Das sieht man hier sehr schön. Und das ist hauptsächlich schlecht für Verträge, weil dann viele Unklarheiten herrschen oder wichtige Informationen fehlen. Es kann sich aber auch auf Abmachungen in der Beziehung ungünstig auswirken. Wir sind dann gut darin, uns mit viel Fantasie etwas auszumalen und zu wünschen, aber wir sind nicht klar darin, was wir wirklich wollen. In Beziehungen kann das dazu führen, dass man Wünsche nicht äußert oder Erwartungen nebulös im Raum stehen lässt, ohne sie konkret auszusprechen. Also, verlangt nicht, dass eure Herzallerliebsten euch eure Wünsche von den Augen ablesen, sondern sagt einfach ganz klar und liebevoll, was ihr braucht und was ihr wollt. Am 11. November beginnt ja dann für alle, die das lieben, die Karnevalssession. Und ich bin ja aus Köln, deswegen habe ich da schon einen starken Bezug zu. Ich zeige euch mal kurz das Horoskop zum Auftakt der närrischen Session am 11.11. um 11.11 Uhr. Und da sieht es für die Liebe, fürs Feiern und Flirten sehr gut aus. Wir haben den Mond im Partyzeichen Löwe in Verbindung mit dem Mondknoten. Dann haben wir den Aszendenten im Zeichen Schütze und die Venus steht zusammen mit Jupiter, also die beiden Glücksplaneten, am Zielpunkt des Horoskops und schon im beginnenden Romantikaspekt zu Neptun. Dieser Karneval begünstigt also Romanzen. Besonders auffällig ist dieses schöne Dreieck zwischen dem Mond und dem Mondknoten, der das Knüpfen neuer Verbindungen anzeigt. Dann haben wir Uranus, das ist der Planet der spontanen Entscheidungen und überraschenden Ereignisse. Und Saturn, Planet der Dauer und der Substanz. Die bilden hier ein schönes Dreieck. Die Lilith ist auch noch mit dabei. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch sehr urig gefeiert und die Frauen drehen voll auf. Aber vor allem bedeutet es, dass Karnevalsliebschaften das Potenzial haben, auch nach Aschermittwoch weiter zu bestehen. Wenn ihr also Karneval mögt, solltet ihr am 11. November und auch in der folgenden Session ausgiebig feiern. Denn der Karneval hat schon so manche Beziehung gestiftet. Nur zwischen dem 15. und dem 19. November solltet ihr ein bisschen aufpassen, aber da komme ich gleich noch zu. Jetzt geht's weiter mit euren Sternen für den November. Und da haben wir dann zwischen dem 13. und dem 18. November diesen super romantischen Aspekt mit Venus und Neptun, den ich anfangs schon beschrieben habe. Sieht man hier, ne? Da geht die Venus zusammen mit dem Jupiter in ein herrliches Trigon zu Neptun. Das ist wirklich unglaublich schön für alles, was mit der Liebe zu tun hat. Leider gehen aber auch zwischen dem 15. und dem 19. Mars und Pluto in einen aggressiven Aspekt zueinander.
Und wenn ihr diesen Aspekt in Spannung zu eurer Sonne habt oder auch zum Mars in eurem Horoskop, dann könnt ihr dazu neigen, unbeherrscht zu reagieren oder andere unter Druck zu setzen. Als Sternzeichen sind davon vor allem die Kardinalzeichen betroffen, also Widder, Krebs, Waage und Steinbock. Passt dann bitte um die Monatsmitte herum auf und haltet den Ball flach, damit es nicht zu Streitigkeiten kommt. Leider zeigen Spannungsaspekte zwischen Mars und Pluto tatsächlich auch die Gefahr von Gewalttätigkeiten an. Deshalb auch meine Anmerkung zu den Karnevalssternen. Zwischen dem 15. und dem 19. ist eine Phase, wo man vielleicht größere Menschenansammlungen meiden sollte. Hört da einfach besonders achtsam auf eure innere Stimme, wenn sie euch warnt, irgendwo lieber nicht hinzugehen. Am 18. November um 12.42 Uhr mittags ist dann der Neumond auf 26 Grad Skorpion. Wobei die letzten Grade des Skorpionzeichens ein bisschen bizarr wirken. Die Erfahrung hat gezeigt, dass diese Grade mit einem eigenwilligen Verhalten einhergehen. Wer hier Planeten oder die Sonne im Skorpion hat, ist unangepasst und provokant. Man fährt jetzt leichter den Skorpionstachel aus. Gleichzeitig haben wir immer noch diese Spannung zwischen Mars und Pluto und das ist der alte und der neue Herrscher des Skorpions. Und unter diesen Einflüssen kann man dazu neigen, sich destruktiv zu verhalten oder vielleicht sogar eine Beziehung zu gefährden, obwohl sie eigentlich gut ist. Vielleicht, weil es zu intensiv geworden ist. Wir bekommen vielleicht Angst oder denken, dass es zu schön ist, um wahr zu sein. Und nun fordern wir den Partner heraus, indem wir ihm unsere dunkle Seite zeigen, damit er beweisen kann, dass er uns trotzdem liebt, auch mit unseren Schattenseiten. Als Neumond-Meditation kann es sich durchaus anbieten, einmal in diese Ängste hineinzugehen, so wie ich das ja auch in meinem Video »Findet den verborgenen Schatz« beschrieben habe. Manchmal muss man sich seinen Ängsten stellen, um einen inneren Schatz heben zu können. Wir können zum Beispiel darüber meditieren, wovor haben wir Angst in unserer Beziehung? Warum fürchten wir uns? Basiert unsere Furcht auf wirklichen Erfahrungen oder ist es eine Einbildung? Auch wenn ihr nicht in einer Beziehung seid, könnt ihr darüber meditieren, welche Ängste und Befürchtungen euch vielleicht davon abhalten, eine glückliche Beziehung zu führen. Das beste Beispiel ist die Emotion der Eifersucht. Wenn wir eifersüchtig sind, gibt es oft genug überhaupt keinen Grund dafür, aber wir wissen es eben nicht so genau und zweifeln deshalb an uns und an der Beziehung. Und dann müssen wir lernen zu unterscheiden, ob wir uns das Ganze nur einbilden oder ob der Partner wirklich auf Abwege geraten ist. Wir müssen lernen zu vertrauen. Ihr könnt euch aber auch zurücklehnen und abwarten, nämlich bis die Sonne dann in den Schützen geht. Und das ist am 22. der Fall. Früh morgens um 4.05 Uhr geht die Sonne dann in den Schützen. Und vorher mit dem Neumond und der Sonne in den letzten Graden Skorpion ist gar kein günstiger Zeitpunkt, um etwas Neues zu beginnen, eher um mit etwas abzuschließen. Wenn eure Ängste und Befürchtungen, wenn ihr die also liebevoll angeschaut habt und ihnen angemessene Zuwendung und Aufmerksamkeit geschenkt habt, dann könnt ihr sie loslassen und euch davon verabschieden. Dann könnt ihr visualisieren, welche Qualitäten ihr euch von einer idealen Beziehung wünscht und wie ihr euch selber einbringen könnt, um dieses Ideal zu verwirklichen. Denn auf diesen Neumond folgt ein sehr romantischer und idealistischer Vollmond am 3. Dezember. Wichtig ist, dass wir auch bei Zweifeln und Schwierigkeiten mit unseren romantischen Gefühlen in Kontakt bleiben und uns wirklich auf das besinnen, was wir an unseren Partnern lieben oder auch an den Menschen, die uns wichtig sind und nicht auf ihre Fehler und Unzulänglichkeiten. Wir sollten Beziehungsängste und Zweifel schon ernst nehmen und liebevoll anschauen, ob nun bei uns selbst oder bei unserem Partner, aber wir sollten nicht zulassen, dass sie die Oberhand gewinnen und die Kontrolle übernehmen und sich verselbstständigen, vor allem, wenn sie nur auf Vermutungen und Befürchtungen beruhen. Dann nämlich, also wenn wir das berücksichtigen, dann können wir die wunderschönen romantischen Tendenzen dieses Monats genießen. Das waren eure Sterne im November. Und wie sich die Konstellationen für euer Sternzeichen auswirken, erfahrt ihr in den 12 Videos von Widder bis Fische. Für eine persönliche Beratung könnt ihr mich jederzeit erreichen, entweder über mein Kundentelefon oder über meine Homepage. Beides steht unten in der Videobeschreibung und die Homepage ist auch hier hinter dem kleinen i im Bild verlinkt.
Dieses Horoskop gibt es jetzt auch als Podcast zum Nachhören. Ihr könnt es über die Podcast-Funktion eures Smartphones oder direkt bei iTunes abonnieren. Den Link zum Podcast findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr mir eine gezielte Frage zu eurem Horoskop stellen wollt, dann könnt ihr an meinem Webinar Antonias Sterne teilnehmen. Es ist immer eine sehr schöne astrologische Fragerunde und ihr könnt dabei auch noch was über die Astrologie lernen. Der nächste Termin ist am Freitag, den 10. November um 17 Uhr. Bei der Verlosung könnt ihr wieder 15 Minuten Beratung bei mir gewinnen. Und wer gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung vom Dezember bekannt. Und so nehmt ihr teil. Postet mir hier auf YouTube einen netten Kommentar, so wie euch meine Horoskope gefallen und ob ihr vielleicht eine Anregung für mich habt. Und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken. Was es bedeutet, wenn die wilde Göttin Lilith durch den Steinbock geht, erfahrt ihr in meinem neuen Video »Gehe deinen eigenen Weg«. Und es gibt noch zwei Specials von mir, die ich euch empfehlen möchte. Finde den verborgenen Schatz und folge deinem Herzen. Alles Gute mit den Sternen!